Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer, und willkommen zurück zu einer weiteren frisch radioaktiv verseuchten Folge Tom Clancy The Division 2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und natürlich wie immer erstmal ein dickes Dankeschön für eure Likes und Bewertungen in der letzten Folge. Doch all voran für eure Aufmerksamkeit für dieses von einem Virus befallene Projekt hier aus dem Herzen von Washington DC. Wir befinden uns hier gerade beim ersten von uns eroberten Kontrollpunkt und ich werde hier gerade angegriffen. Ich sollte mich wehren. Ich sollte mich auf jeden Fall wehren. Der schimmernde Panzerung zerschossen. Schweinehund. Hey, ich dachte, wir haben den Kontrollpunkt gesichert. Ich nehme alles zurück. Eigentlich stand da gerade Kontrollpunkt gesichert. Zum Ende der letzten Folge. Ihr seid meine Zeugen. Ihr seid meine Zeugen. Ja gut, dann machen wir das Ding eben nochmal. Wobei, das wahrscheinlich nur ein Stückchen nochmal. Das ist die zweite Welle. Nee, wir müssen den Kontrollpunkt nur verteidigen einmal. Okay, wunderbar. Ich hab's gecheckt. Ich hab's gecheckt. War hier nicht irgendwo ein Mini-Geschütz und Minigun-Geschütz? Oh, 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 oh. Schieß! Schieß! Wow. Ich muss meine Panzerung wieder aufbessern. Das muss besser werden, Leo. Das muss auf jeden Fall besser werden. Jetzt habe ich es gerafft. Einmal Kontrollpunkt übernehmen und einmal Kontrollpunkt verteidigen. Dann gehört er uns. Für immer. Stopp. Nee, ich will unten bleiben. An die Wand sollst du. So. Auf den Rucksack. Immer auf den Rucksack schießen. Da sind Granaten und sowas drin. Die können explodieren. Ja, ja, ja. Wunderbar. Ich glaube, das war's. Das war's. Okay, Abbruchgelände eingenommen. Einmal Kontrollpunkt übernehmen und dann noch einmal verteidigen. Dann gehört er einem. Sehr schön. Dann gehört er einem. Würde ich gerne untersuchen. Was kann der Rucksack? Ist besser als mein aktueller. Dann nimm mit. Dann nimm mit. Anlegen war Leertaste. Yay. Was haben wir hier? Ein Holster. Untersuchen. Besser. Anlegen. Schön. Anlegen und das andere als Schrott markieren wäre eine coole Funktion, oder? Ich glaube, das stimmt dir mit mir überein. Hey, wer ist denn hier noch? Oh, oh, oh. Damn, Schweinehund. Mann, 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 Mann. Mann, 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 Mann. Ich glaube, jetzt haben wir es, ne? Können wir jetzt hier was machen? Vorratsraum. Den sollten wir uns angucken. Vielleicht kriegen wir da coole Waffen. Oder ein paar Gadgets. Eine neue Waffe wäre ganz cool. Ein bisschen eine, die ein bisschen stabiler ist. Plündern. Yay. Oh. Mein erstes Scharfschützengewehr. Dankeschön, Dankeschön. Ich packe erstmal alles ein. Das Ding ist schlechter als mein anderer Holzer, ne? Als Schrott markieren, einzeln. Ha. Und du wirst gleich angelegt und zwar auf die 1. Ich glaube, das ist eine gute Idee, ne? Anlegen. Nice. Dann ist jetzt meine 1 das Gewehr mit den scharfen Schützen. Oh, ein schöner Karabiner. Aber leider noch kein Zielfernrohr drauf. Aber das kommt noch. Das kommt alles noch. Keine Panik. So. Sehr schön. Ein Harnisch. Ich glaube, sowas brauchten wir. Wir brauchten eine Panzerung für eins der Projekte. Ich lege das Ding erstmal an. Die andere bleibt dann erstmal bei uns im Inventar, ohne als Schrott markiert zu werden. Und hier, oh Gott, noch eine Schrotflinte. Die nehme ich für den ultimativen Nahkampf. Vergleich mal mit der anderen Waffe. Das ist die MA1 Classic. Nein. Mit der Super 90? Stopp. Die Super 90 ist das, was wir gerade hier, gelootet haben. Und ausgerüstet ist die MA1 Classic, mein Scharfschützengewehr. Und hier würde ich gerne die Waffe wechseln. Wie machen wir das? Die Vergleichswaffe wechseln. Ah, genau. Und jetzt anlegen. Sehr schön. Und ihr merkt noch... es geht noch ein bisschen holprig hier bei den ganzen Ausrüstungsoptionen. Aber irgendwann werde ich das drauf haben. Dann geht das alles blitzschnell.
Aber bis dahin dauert es noch ein, zwei Folgen. So, wunderbar. Ultimativer Nahkampf mit einer Schrotflinte und einem Scharfschützengewehr. Auf die Distanz. Was kann es Besseres geben? Gibt es hier noch was Spannenderes? Kann ich euch jetzt alleine lassen? Oh, er benötigt Sachen. Essen und Schrauben. Oder Schrauben zum Essen, ich weiß nicht. Kann ich dir helfen? Wir brauchen Ihre Hilfe. Ja, ist ja gut, Mann, ist ja gut. Spendig. Spendig. Ist das für immer? Oder kriegt ihr immer wieder Hunger? Ich hoffe, die kriegen nicht immer wieder Hunger und ich muss regelmäßig vorbeikommen. Agent fordert Verstärkung an. Ich hoffe, die können so ein wenig autark leben. Trinken habe ich keins mehr. Tut mir leid, ne? Bis zum nächsten Mal. Euer Leo. Oder soll ich lieber sagen, euer Joel aus The Last of Us. Denn an den habe ich meinen Charakter angelehnt. Cool. So, wo wollen wir hin? Eigentlich zum Weißen Haus. Eigentlich zum Weißen Haus. Aber wo lang? Die Route ist entscheidend. Was können wir noch unterwegs mitnehmen? Hier, zwei Fragezeichen. Gute Idee, gute Idee. So, und wir müssen da lang. Ich kann es kaum erwarten, mein neues Scharfschützengewehr endlich zu benutzen. Endlich mal auszuprobieren. Außerdem, vielleicht sollten wir mal gucken. Hier gibt es auch immer wieder so eine Challenges. Eine Sekunde. Challenges. Fortschritt. Club-Herausforderung. Genau die meinte ich. Was haben wir denn hier? Benannte Eliten eliminieren? Nein. Was haben wir hier? Gegner unter Verwendung der Spezialisierung Präzisionsschütze eliminieren? Nein, habe ich leider nicht. Hyenas eliminieren? Wie lange habe ich denn dafür Zeit? Ich nehme die mal. Nicht mein Sohn. True Sohn eliminieren? Nee. Keine Ahnung, wer das ist. Nein. Hyenas mit einer Schrotflinte eliminieren? Sehr schön, das können wir machen. Wir haben jetzt eine frische, eine neue Schrotflinte. Oh Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Da kam aus dem heiterem Himmel, aus heiterem Himmel kam da so ein Elch angerannt, so ein kleiner Baby-Elch. Hey, lass meinen Kumpel in Ruhe. Verdammt. Komm her. Das war doch ein Hyena, oder? Die grünen, die mit den grünen Decals auf den Klamotten? Das sind doch Hyenas. Ja, wo seid ihr denn? Bam. Schande. Haben wir's? Sieht gut aus. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen verrotzt. Hab gerade eine ganz üble Bronchitis hinter mir. Induziert von Kindergartenbazillen meiner kleinen Nichte. Ganz üble Geschichte. Da denkt man, man hat ein gutes Immunsystem, bis Kindergartenbazillen ins Spiel kommen. Dann ist ein bisschen komisch. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm zu hören. Also, dass ich mich nicht zu verrotzt anhöre. Psch, bam, bam, bam. Hi. Psch. Nimm deine Vitamine, mach das. Die werden dir aber auch nicht helfen. Die werden dir nicht helfen. Benutz doch mal wieder dein Gehirn, wollte ich gerade sagen. Ich meine, das Geschütz. Aber das Hirn sollte ich auch mal wieder verwenden. Den Teil, der fürs Aim zuständig ist. Mein lieber Scholli. Ich muss erstmal wach werden. Ich habe erst 3 Kaffee getrunken, das reicht noch nicht. So, was haben wir denn hier Schönes? Liegt hier eventuell noch was? Yay! Plünderkram! Noch mehr Plünderkram! Viele gute Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend Feeling. Lass dich mal gehen, schalt einfach ab. Erleb den sahnigen Geschmack in Tom Clancy's Division 2. Yeah. So. Hallöchen.
Territoriumskontrolle, 29 Meter. So, wir machen jetzt Folgendes, wir bereiten uns vor. Das Geschütz schmeiße ich hier hin. Der greift dann den an. Ach, soll er doch angreifen, wen er will. Ach komm, 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 was soll denn das? Das sollte ein Kopftreffer werden. Oh, 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 oh. Oh, oh. Und ich habe keine Granate mehr. Wow, hey. Alter, wer wirft denn hier mit Granaten? Ich dachte, es ist eine Schießerei und keine Sprengerei. Zugangsschlüssel entdeckt. Haben wir's? Sieht gut aus. Haben auch ganz gut überstanden, ohne großartig ein Schildelement zu verlieren. Ich glaube, ich kann mein Geschützchen wieder einpacken. Ich brauche unbedingt den Bioscan, also den Scan, womit ich mir die Gegner in der Nähe anzeigen lassen kann. Wegen den zusätzlichen Schadensbuff. Okay, erstmal alles einstecken. Was haben wir denn hier Schönes? Viel Essen, ne? Ich erinnere mich an dieses Territorium. Ich glaube, die werden immer mal wieder angegriffen und die müssen wir dann befreien oder so. So, ach verdammt, jetzt habe ich einfach nur den Rucksack mitgenommen. Immer gegenchecken, Leo, immer gegenchecken. Dass ein guter Rucksack ist. War das ein guter Rucksack? Ja, war auf jeden Fall. So, anlegen. Den als Schrott markieren. Den als Schrott markieren. Schön fein säuberlich. Damit wir ordentlich durchkommen. Oh, sehr schön. Mach auf die Kiste. Lootbox. Yay. Oh, ist die schallgedämpft? Oh. Wie viele Hyänas muss ich mit der Schrotflinte erledigen, um die Club-Herausforderung zu absolvieren? Habe ich das schon geschafft vielleicht? Habe ich das eventuell schon geschafft? Das ist eine wöchentliche Herausforderung, okay. Schrotflintenkopfgeld. 25, okay, kann ich noch nicht wechseln. Kann ich noch nicht wechseln. Machen wir dann bei Zeiten. Komisch, die Kiste konnte ich gerade noch nicht öffnen. Oh, noch eine viel bessere Schrotflinte, kann das sein? Vergleichen. Nee, Waffe wechseln mit G. Gedrückt halten, wunderbar. Kann mehr schaden, auf jeden Fall. Aber hat eine richtig krass langsame Schussfrequenz, also Schießgeschwindigkeit. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber ich nehme sie. Ein Schuss, ein Treffer, ein Toter. So ist zumindest der Plan. So ist zumindest der Plan. Boah, guckt euch mal diesen Kavenzmann an. Bam! Hohoho. Alles klar. Der nächste Hyäna kann kommen. Wo wollen wir eigentlich hin? Wo wollen wir eigentlich hin? Noch ein Kontrollpunkt. Der liegt quasi noch auf dem Weg. Der liegt quasi noch auf dem Weg. Aber dann geht's direkt zum Weißen Haus. Ihr merkt schon, ich bin ein Mensch, der gerne abschweift. Räuspern. Bin wieder da. Klasse, klasse. Gestürzte Kräne. Okay, dann wollen wir mal uns den gestürzten Kränen uns widmen. Oh oh. Bedrohliche Musik. Aber das sieht ganz... Oh, sieht das cool aus. Das ist echt ein schönes, urbanes Setting hier. Natürlich, natürlich ist es Division 1 sehr nah, auch wenn wir hier in Washington DC sind, es nicht Winter ist. Aber es liegt genauso viel Müll hier rum. Vorsichtig, nicht da hoch, nicht da hoch. Wir wollen so nah wie möglich ran, ohne uns in Gefahr zu bringen. Jetzt, da drüben, von links kommen glaube ich keine. Hoffe ich doch mal zumindest. Wir stellen unser Geschütz auf. Ne, ja, wir stellen erst unser Geschütz auf. Hier rauf bitte. Feuern die Flare ab. Bam, und dann geht's los. Party hard. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Jawohl, ja. Feindlicher Anführer entdeckt. Es geht los. Geh da weg, Mann. Geh da weg. Ich hätte gerne Granate. Sind hier noch mehr? Ist meine Unterstützung schon da? Na, na, na. Feindlicher Anführer neutralisiert. Wir können das Ding gleich übernehmen. Und dann müssen wir den Angriff verteidigen. Okay, Kontrollpunkt gesichert. Los, wir müssen das Ding einnehmen. Wir müssen das Ding einnehmen. Ah. Es geht los, es geht los. Sichert die Flanken. Nimm mit, nimm alles mit. Erstmal alles mitnehmen. Oh, wie waren das nochmal? Alles plündern. F gedrückt halten für das Geschütz. Und wo kommen sie? Wow. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da hinten ist er, ich sehe ihn. Haben wir's? Sieht gut aus. Gestürzte Kräne eingenommen. Wo ist der Vorratsraum? Ich will mein Loot. Verdammt nochmal. Was möchtest du, Schrauben? Kann ich mit Schrauben dienen? Habe ich Schrauben? Haben wir Schrauben? Rede doch mal mit ihm. Ich muss erst zum Vorratsraum, tut mir leid. Offensichtlich kann ich mit dir noch nicht reden. Offensichtlich geht das noch nicht. Kiste öffnen. Schön. Und ab in den Vorratsraum. Und wir hoffen auf gute Waffen. Oh, da sind schon mal Waffen. Sehr schön. Eine Waffenkiste. Ist dieser Rucksack besser? Nein, ist er nicht. Aber nimm ihn mit als Schrott plündern. Einfach H. H für einen einzelnen Gegenstand als Schrott plündern. V gedrückt halten für komplett alles als Schrott plündern. Leo. Ganz einfach. H und V. H und V. Gibt es da nicht eine Versicherung, die H und V heißt? Oh Gott, es wird ja mal besser. Maschinenpistole. Chance auf kritische Treffer 3%. Sind da Mods dran, ne? Den Rucksack kannst du auf jeden Fall schon mal als Schrott looten. Und das Ding steckst du einfach mal ein. Oh Gott, wie schön bist du denn? Stabilität? Mega. Mega Stabilität. Hm. Ja, ich steck sie erstmal ein, okay? Ich steck sie erstmal ein. F gedrückt halten für alles plündern. Und jetzt kommt es. Die große magische Kiste. Wie bei Zelda. Na komm. Die große Dungeon-Kiste. Habe ich das Ding aufgehoben? Ja, habe ich offensichtlich. Aber die haben wir doch schon. Die haben wir doch schon, die Waffe. Oder nicht? Oh Gott, wie viele Waffen wir haben. Das wird ja immer besser. Die sieht sehr cool aus. Sehr cool aus. Gefällt mir. Auch die gefällt mir sehr. Hm. Müssen wir mal gucken. Ob ich nicht vielleicht irgendwann die Schrotflinte gegen so ein schönes Sturmgewehr austausche. Aber das kommt alles. Das kommt alles noch. Ich guck mal, ob ich die Jungs hier bedienen kann. Hey Mann, ich habe vielleicht was zu trinken und Schrauben für dich. Geht es gut? Nee, ich habe nur zu essen für dich. Tut mir leid. Essen mehr habe ich leider nicht. Mehr habe ich nicht. Kein Getränke. Wunderbar. Erst zum Weißen Haus. Jetzt reicht's. Ab zum Weißen Haus. Wir haben zu tun. Gibt es eigentlich nicht irgendwie verschiedene Profile oder sowas, die ich benutzen kann? Hm. Nee, nicht wirklich, ne? Ausrüstungsprofile meine ich jetzt. Damit ich vielleicht irgendwie mir einmal ein Scharfschützenprofil und ein eiserne Frontprofil basteln kann. Was ich dann mit dem Hotkey wechseln könnte. Das wäre cool. Egal, weiter geht's. Ich will ja unbedingt ein Scharfschütze sein. Aber ein Scharfschützengewehr ohne Zielfernrohr ist echt Pillepalle, muss ich sagen. Ist schwierig zu treffen, ne? Versteht sich von selbst. Na, wo ist er? Wo ist er? Ja, wir müssen uns schon zur Wehr setzen, Jungs. Da ist nur noch einer. Bam, ja. Direkt auf die Granatentasche. Als ob es geplant gewesen wäre.
Seht ihr noch welche? Weitermachen, Soldat, weitermachen. Sehr schön. Wir haben die Situation geklärt. Und wir werden zum Weißen Haus vorstoßen, aber nicht mehr in dieser Folge.